Hallo und willkommen zurück. Es geht weiter mit Trakensang. Wir sind in den Höhlen unter der Burgruine. Wir haben uns jetzt den Weg bis hier vorgekämpft und jetzt schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Irgendwas brennt dort hinten. Die Art, wie ihr für euer Versagen bezahlen werdet, hat etwas Poetisches, Wagnitz. Die Drachenkreatur hat alle Macht entfesselt und ihre Ketten gesprengt. Nun fliegt er wieder. Ihr dagegen habt einen tiefen Fall vor euch. Das ist alles Seldrakons Schuld. Er war dafür verantwortlich, die magische Barriere aufrechtzuerhalten. Wenn er sich nicht hätte töten lassen. Das war dieselbe Person, die schon in Ferdok unsere Pläne durchkreuzt hat. Ferdok war eure Verantwortung. Ihr hättet das schon dort beenden müssen. Habt ihr das gehört, Wagnitz? Sie sind schon auf dem Weg hierher. Wie schade, dass ich mir das Schauspiel nicht mehr ansehen kann. Ihr verdammter Feigling! Bleibt gefälligst hier und kämpft! Nein, meine Aufmerksamkeit wird andernorts benötigt. Nun holt nach, was ihr in Ferdok versäumt habt. Hier? Bei allen Niederhöllen. Was habt ihr hier zu suchen? Tja, Castan Wagnitz, haben wir dich endlich. Aber eigentlich sind wir ja auf Geheiß des Orakels der Drachenquest hierher gekommen, um das geraubte Wissen aus dieser Ruine zu bergen. Ach, rein zufällig führt euch die Drachenqueste zu mir. Dass ich nicht lache, lasst euch etwas Besseres einfallen. Ihr habt es auf mich abgesehen, genau wie Noltrokon und all die anderen auch. Also, gesteht schon, was wollt ihr von mir? Eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass der Pfad der Drachenqueste den euren kreuzen würde. Seht es als gerechten Wink des Schicksals, Mörder. Ich weiß wirklich nicht, worauf ihr hinaus wollt. Das wisst ihr nur zu gut. Ihr steckt hinter dem Mord an Ardo vom Eberstamm. Ardo vom Eberstamm? Zugegeben, der Name ist mir ein Begriff, aber ich muss euch leider enttäuschen. Mit seinem Tod hatte ich nichts zu tun. Eure Lügenmärchen retten euch jetzt auch nicht mehr, Castan Wagnitz. Glaubt, was ihr glauben wollt. Es macht ohnehin keinen Unterschied mehr, weil eure Reise hier enden wird. Und nach euch werde ich mich noch dieser falschen Schlange Noltrokon entledigen. Das werden wir noch mal sehen, ob er da Chance zu hat. Weil für uns gibt es eigentlich nur eine Gelegenheit, hier rauszukommen, und das ist, wenn wir ihn umbringen. Ja, er wird natürlich toll von diesen ganzen Drachenkultisten bewacht. Ich möchte jetzt erstmal irgendwie einen strategischen Rückzug antreten. Wenn sie das alle mitmachen, kommt schon. Erstmal zurück, zurück, zurück. Eine nach dem anderen, bitte. So, und jetzt auf die Drachenkultisten. Boah, irgendwer schießt da fiese Pfeile. Vielleicht kann die Quenda. Nein! Lass dich fallen! Sie wurde umgeworfen. So viel zu lass ich mal die Quenda. So geht das doch nicht. Bisschen geordneter hier. Arquatus. Bei meiner Axt! Ich muss die Quendala etwas hier auf Distanz halten. Aber der eine verfolgt sie jedes Mal. Das ist ziemlich blöd. Ich möchte mich versuchen, dass sie halt den anderen Bogenschützen bekämpft.
Yandra Aikara. Phorax. Na klar, jetzt wird's ernst. Folgt mir. Nein. Ah, Mist. Das habe ich zu spät gesehen. Den Vorkram hat's erwischt. Inaria muss mal einen Halt reintrinken. Das bin ich. Ich komme. Candidus. Sprich, Freund. Sanyasa Fegra. Haben Sie das Schwein noch mal beschwören? Alaoyama. Aldrasora. Phorax. Nee, den habe ich schon gezaubert. Das wollte ich gar nicht. Ach Gott, 2, 3 gegen 4. Das ist nicht so gut. Nein, nein, nicht sterben, bitte. Das bin ich. Ja. Folgt mir. Aber irgendwie, es ärgert mich doch sehr, dass ich das mit dem Vorkram zu spät gemerkt habe, denn noch... Hier oben, die besiegen wir wahrscheinlich, aber wir haben da hinten noch den Kastan Wagnitz und den anderen Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob wir das zu dritt schaffen. Jetzt wird's ernst. Ha! Erst nochmal einen Einbandsaft trinken, die Quendala auch. Dann nochmal das Schwein. Saranar Ayola. Ist das auch? Nein. Mandaya Ioanvanda. Ach so, der Kastan möchte der nicht gegen uns kämpfen? Oh, doch irgendwas passiert hier noch. Also, das ist erstmal die Quendala mit dem Schwein. Vorkram ist wieder auferstanden, weil wir jetzt die Gegner in Reichweite alle erledigt haben. Ich denke doch, dass wir uns noch um den Kastan Wagnitz kümmern müssen. Aber erst wird mal der Vorkram geheilt. Ich versuche mein Bestes. Okay. Du hast auch noch eine Verwundung. So. Speichern. Und dann können wir unseren Weg fortsetzen und mal schauen, was der gute Kastan Wagnitz noch so zu bieten hat. Au. Also zuhauen kann er mal. Für Ardor! Ardor, sprich! Feinhaken.
Ich könnte auch mal diesen schweren Arm machen. Das wird bei ihm doch bestimmt gut. Yandra Aikara. Hey, ja. Noch ein bisschen putzen. Ein Schwert, ein Bock. Alles, was wir haben. Donnerkeil. Hey, Tara, bra. Hey. Und noch einmal. Hey ja. Hartnäckiger Junge. Das war's. Ja, sehr schön. Dann werden wir uns gleich mal umsehen und alles einsammeln, was hier so rumliegt. Ich habe da vorhin nämlich schon zwei Truhen gesehen, die auch mit Fallen versehen sind. Und dann schauen wir uns da oben auch mal das Kultistenbuch an. Und die Queste Castan-Wagnitz hat sich aktualisiert. Ich sollte Graf Krovin von dem Tod Castan-Wagnitz berichten. Das machen wir dann auch zu gegebener Zeit. Na klar. Also der Kampf hier ist halt schon anspruchsvoll, besonders wenn man direkt reinrennt. Also wenn man in die Kultisten reinrennt und dann den Castan-Wagnitz auch schon als Gegner hat, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig. Da sollte man erst mal auf einen auf Rückzug machen und sich nur um die Drachenkultisten kümmern und dann geht's eigentlich. Und es war ja trotzdem nicht leicht, also vor Krim haben wir verloren. Spielen. Hätte aber auch schlimmer sein können. Geschichte Jafgurs und ein Kurzbogen. Na, sowas. Weiß ich doch, wer den sofort bekommt. Und zwar die Quendala. Damit kann sie dann endlich auch schneller schießen. 35 Pfeile hat sie noch. Okay. Ja, und die ganzen anderen Sachen, die wir so eingesammelt haben jetzt in der letzten Zeit, die werde ich erst später dann verteilen, wenn ich wieder in Ferdorf bin und dann eventuell auch meine Gruppe ein bisschen verändere. Ich möchte vielleicht den Jost mit in die Gruppe dann aufnehmen. Mal gucken. So, die Drachenkultisten haben mal wieder das Übliche dabei. Hier steht nichts rum, was wir noch mitnehmen können. Castan-Wagnitz hat bei sich ein magisches Kursschwert, Goldkette, Kultistendolch, Karten und Malgoras Ansprache. Können wir die auch lesen? Können wir. Malgoras Ansprache. Schwärmt aus, kehrt das Untaste zu oberst, findet den Schatz aus der Drachenzeit. Das adamantene Herz kann sich vor uns nicht verbergen. Es wird unser sein, zu höheren Ehren des Gottdrachen. Dann werden die Völker zittern. Dann werden wir Aventurin in Sklaverei führen. Von Küste zu Küste, von ewigem Eis bis zu den dampfenden Wäldern.
Deus Draco Umbracor Adacorion Dominus Posteritatis Me Exaudi. Exaudiet. Super, mein Latein ist auch noch so schön gut, dass ich das fließend lesen kann. Also irgendwas mit Gott, Drache und diesem Umbracor Adacorion haben wir schon gehört, das ist ein Name. Ja, was Posteritatis und sowas heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Me Exaudiet, weiß ich auch nicht. Irgendwas... Nein. Höre mich an oder so? Ich möchte aber jetzt hier nicht irgendwelche Sachen falsch übersetzen. So, das magische Kutschwert bekommt die Quendala. Die kann das wieder identifizieren. Oh, nee, kann sie nicht. Fehlt ihr Talentwert. Dann kann das vielleicht später der Jost machen. So, und bevor ich das Video beende, ich glaube, ich muss es gleich mal beenden, damit es nicht so lang wird, werden wir uns aber jetzt hier noch das Kultistenbuch holen. Und damit ist nämlich unsere Drachenqueste auch wieder aktualisiert. Das gestohlene Wissen. Ich habe das Buch gefunden. Nachdem ich teilweise selbst an der Erfüllung der Missionen gezweifelt habe, ist es mir doch geglückt. Jetzt heißt es auf nach Ferdok zum Hesinde-Tempel die frohe Botschaft überbringen. Und das machen wir dann auch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.